Ich bin nicht gegen jegliche Werbung und denke, man sollte für bestimmte Sachen auch werben können. Aber werben für Haschisch oder Heroin oder Alkohol oder Tabak sollte tatsächlich verboten werden. Die Bundesregierung muss sich doch nicht wundern, dass ihre Programme gegen das Komasaufen bei den Jugendlichen nicht richtig ankommen, wenn auf der anderen Seite für den Alkoholgenuss im Fernsehen geworben wird oder auf der Straße auf Plakaten geworben wird oder von Vorbildern, auch Sportlern, geworben wird. Solange dieser Widerspruch besteht, wird es auch keinen effektiven Schutz für Jugendliche geben.